Werden wir es schaffen, in diesem schmalen Treppenhaus eine Galeriewand dort zu installieren? Weil wir haben das Treppenhaus renoviert. Unser Haus ist aus dem Jahr 1863. Dieses Treppenhaus wurde später hinzugefügt. Das ist also nicht aus dem Jahr Original. Aber an den Stufen kann man erkennen, dass es schon sehr alt ist. So sieht das aus. Na, mit Licht. Da hinten ist so ein Fenster zum Abstellraum. Wie der Grundschnitt dieses Hauses mal war, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall möchte ich hier meine Bilder aufhängen. Und welche Höhe hat das von da unten, da zu da? Also ich würde mal schätzen 5 oder 6 Meter. Es kann kritisch werden. Das Renovieren war schon kritisch. Also Werner hat hier akrobatische Übungen vollzogen. Diese Bilder kommen auf die Seite und die anderen, die ich euch gleich zeige, kommen hier hin. Und ich hatte meine Umfrage gemacht und einige von euch haben gesagt, dass sie das gerne sehen möchten. Ich habe Angst und ich hoffe, Werner hat eine gute Unfallversicherung. Hier habe ich schon mal die Bilder hingelegt, wie ich sie etwa angeordnet haben möchte. Wie ihr seht, sind das alles Bilder, die ich selber gemalt habe. Und da ich da noch jede Menge, seht ihr, überall liegen habe, habe ich mich jetzt erstmal für diese Anordnung entschieden. Und die Rahmen habe ich zum größten Teil auch selber bemalt, weil das sind alles Rahmen, die ich secondhand gekauft habe. Also ich kaufe keine neuen Rahmen. Ich gehe immer in den zweiten Markt, so heißt das bei uns, und nehme dann mit, was ich finde. Und wenn sie nicht mehr schön sind, so wie diesen Rahmen hier, also alles, was so dunkelgrau ist, ist die gleiche Farbe, die wir auch im Flur, also im Treppenhaus haben. Und dann male ich die halt an. So sieht das jetzt hier im Wohnzimmer probegelegt aus. Ich bin gespannt, ob wir das so an die Wand kriegen, weil Werner hat das schon ausgemessen von oben bis unten. Das könnte passen. Seid gespannt, bleibt dran. So, hallo, Werner, ja, was machst du? Guten Morgen. Ich habe mir was gebaut, das die Berufsgenossenschaft lieben wird. Ich komme aber auf alle Fälle überall hin. Also steht dem Ganzen nichts mehr im Wege. Ich werde gleich ein paar Schrauben holen, Akkuschrauber, ein paar Sachen ausmessen, damit wir dann mit den Bildabständen auch hinkommen. Und dann müssen wir gucken, die oberste Reihe zuerst und dann arbeiten wir uns nach unten weg. Genau. Werner, das war's erstmal. Wir müssen dann gucken, inwieweit wir das überleben. Ich wünsche dir viel Glück. Ach, dann miss mal. Alles gut. Jo. Ja. Ich habe Werner gerade den Vorschlag gemacht, weil da unten ist so eine Kante. Könnt ihr die sehen? Werner, zeig mal die Kante. Dass wir vielleicht mit den Bildern von unten anfangen und nach oben arbeiten. Weil du hast dir ja das eine Bild ausgebeten, nach unten zu machen. Und wenn wir das zuerst setzen. Mein Lieblingsbild. Ja, ja, als Anfangspunkt. Wäre das nicht eine Idee? Und dann arbeiten wir uns nach oben vor. Ja, das kommt hier hin. Oder ein bisschen weiter in die Mitte. Da können wir doch vielleicht sogar in die Mitte setzen und arbeiten das andere drumherum. Das ist ja hier die Mitte. Wir müssen ja von dieser Kante ausgehen, wo die Schnittpunkt, der Schnittpunkt von der Leiste und der Abstufung ist. Okay, ich denke, damit fangen wir einfach an. Okay. Okay. So. Die Spannung steigt. Werners Lieblingsbild. Das darf jetzt als erstes an die Wand, weil er möchte dafür eine prominente Stelle finden. Das ist nicht so wild. Wir gehen natürlich nicht genau auf die Kante. Aber nee, ein bisschen weiter nach rechts, Schatz, sonst wird das alles nichts. Du hast ja ein Foto gemacht, noch ein Stück. So ist fein. So ist fein. Weil sonst passt die ganze andere Chose da nicht mehr hin. So. Kannst du das sehen auf dem Hintergrund? Ja. Okay. Oh. Wir machen jetzt den Start in Echtzeit und danach wird es schneller gedreht. Als Elektriker habe ich mich dafür entschieden, vorher zu prüfen, ob Leitungen verlaufen. Tun sie natürlich nicht. Ja, mein Elektriker.
Beautymaker, du kennst was von Elektrikern, ne? Ihr seid alle so pingelig, oder? Ah, ich muss putzen. Yay, die erste Schraube ist drin. Das hast du dir auch nicht so vorgestellt, dass ich sowas vorhabe, ne? Ja. Weil vorher hingen dann nämlich einfach Poster von Johnny Depp. Ein Filmposter von Dead Man mit Johnny Depp. Unser Lieblingsfilm oder meiner. Bester Film. Bester Film, weil Werner steht auch auf Johnny Depp. Aber nicht, dass ihr jetzt was Falsches vermutet. Grandioser Schauspieler. So, wenn die Wand dann hinterher fertig ist, hoffe ich, perfekt, ne? Sieht doch schon mal gut aus. Hier ist das zweite. Und da müsstest du bitte mal auf deinem Handyfoto gucken, in welcher Distanz das zu dem Bild hängt. Wie gesagt, wir nehmen euch nur am Anfang in Echtzeit mit. Das wäre sonst auch. Das würde, ne? Einschlafen garantiert. Ja, den Rest drehe ich dann in doppelter Geschwindigkeit. Das heißt, ich drehe es in Echtzeit, aber ich mache es euch dann schneller. Und am Ende kann ich euch hoffentlich das Resultat präsentieren. Aha, das so. Bild mag ich auch sehr. Jetzt habe ich wieder. Ach ja, so ist das. Ja. Denn er hat unter der Leiter ein Vorderhandtuch liegen, damit die neuen Treppenstufen nicht abgeschrabbelt werden. Weil es war eine Mordsarbeit, das hier zu renovieren, oder? Ging. Wenn man dabei ist, macht es ja Spaß. Das ist selber. Aber wir haben uns auch, trotzdem das Treppenhaus so eng ist, für so eine kräftige Farbe entschieden, weil wir mögen das. Also, es wirkt dadurch nicht schmaler. Oder hast du das Gefühl, dass das Treppenhaus schmaler wirkt? Nee, dadurch, dass es, okay, hellgrau, vorher hatten wir so weiß. Das Weiß war aber ziemlich bäh. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Was ist denn dir runtergefallen? Der Bleistift, das ist nicht ganz so tragisch. Alles klar. Molly, unser Hund, ich weiß nicht, habt ihr sie eben gesehen, die macht immer Baustellenaufsicht, wenn Werner was macht. Und wenn was runterfällt, haut sie ab. Genau, weil sie sehr schreckhaft ist. Also, was ist da ein Holz hinter? Da ist ein Nagel. Ach nee. Bei dieser Wand wurde nachträglich eingebaut. Ich weiß nicht, wie das vorher war. Das sieht jedenfalls schon mal nicht so schön aus. Mach's da drüber, wenn es geht. Genau, dass es vom Bilderrahmen versteckt wird. 3, 2, 1, go! Was ist denn da los? Das Metall. Ach, die haben die Wand eingebaut und haben ja, vielleicht Metallstreben verwendet. Wir haben einen kritischen Moment erreicht, weil ihr seht, Werner balanciert jetzt auf dem kleinen Absatz. Yay. Und tschüss. Ja. Finally. Wie man so schön auf gut Englisch sagt. It's done, Werner. You did it! Temporary. You did it! Das ist ja ausbaufähig, nicht wahr? Genau, wir haben nämlich noch Platz. Wir haben noch Platz. Wir haben viel zu viel Haus für zu viele Bilder. So, jetzt kommen noch die... Ja, ordentlich ist der Mann auch. So, möchtest du dein Werk mal ganz kurz präsentieren? Ich versuche, weil das Treppenhaus ist echt nicht breit, ihr seht.
Werner sagt auch, man kann es nicht so richtig sehen, weil das zu dicht davor ist und ich kann es auch nicht wirklich gut filmen. Ich gehe jetzt aber mit euch mal kurz unfallfrei die Treppe runter. Die Leiter verschwindet schon. Das hier ist ja das Bild, was ich euch, glaube ich, mal irgendwann gezeigt habe. Das sind Bilder oder Pflanzen aus unserem Garten. Da habe ich halt eine Collage draus gemacht mit Wasserfarben. Und da steht der Staubsauger. Ich muss aufpassen. Es ist nicht leicht. Die Leiter ist schon mal weg. So sieht das jetzt aus. Ich hoffe, ich zittere nicht so sehr. Wie gesagt, es ist nicht leicht, das insgesamt zu filmen. Ich versuche es aber gleich mal von unten. Uiuiuiui. So, ich bin unten. Bringt auch nichts, ne? So sieht es auf jeden Fall jetzt aus. Berner, ich krieg das nicht richtig auf den Film. Das ist ja blöd. Ja, das ist halt, ne? Ich mache mal ein Foto mit einem Weitwinkel und dann können wir das dahinter. Genau, machen. Und das hänge ich euch dahinter und dann könnt ihr das sehen. Hier ist Werners Lieblingsbild. Ja. Das ist so eine Nachtaktion, aber es wäre jetzt müßig, zu den Bildern was zu sagen. Auf jeden Fall gehe ich jetzt nochmal hoch. Ich hoffe, ihr wackelt nicht zu sehr oder es wird euch nicht schlecht. Naja, du wackelst. Huh? Na, die Leute wackeln ja dann. So sieht das jetzt aus. So, und das Foto füge ich euch dann bei, was Werner gleich freundlicherweise machen wird. Dann sehen wir uns zum nächsten Video und lasst mal in den Kommentaren, wie ihr das findet. Und ganz doll viel Danke kein Ding. An dich, Schatz. Du machst alles das, alles was ich... Ja, weil ich habe immer ganz komische Ideen und Werner setzt die dann um. Sag tschüss. Sag tschüss. Okay. Bis dann, Leute. Tschüss.